Hallo und herzlich willkommen zur Werkeinführung zur dritten Symphonie in S-Dur der Eroica von Ludwig van Beethoven in der Klavierquartettversion von Ferdinand Ries und Gordon Williamsons Kuvertüre und Encore. Eine Einführung von Alexander Kossmann und Lukas Lattau. Ludwig van Beethovens dritte Symphonie in S-Dur sprengt allein durch ihren Umfang alle damaligen Maßstäbe und gilt als eines der wichtigsten Werke Beethovens. Beethoven begeisterte sich für die Französische Revolution, für Napoleon und dessen aufklärerische Ideen, deswegen Beethoven ihm die Symphonie widmete. Er war jedoch über Napoleons Selbstkrönung so enttäuscht, dass er die Widmung umgehend zurückzog. Ernst Ortleb fasst es 1836 in seiner Biografie über Beethoven so zusammen. Die Französische Revolution begeisterte unseren Beethoven zu einer Symphonie, die er Bonaparte betitelte. Da musste er denn eines Tages lesen, dass sich ein politisches Ideal, der französische Konsul, auf den Kaiserthron zu setzen geruht habe. Dieses Geruhen machte ihn sehr unruhig. Sogleich, als er nach Hause kam, riss er das Titelblatt von seiner Symphonie weg und machte dafür ein anderes, das die Aufschrift führte Symphonia Eroica. Und das war gut. Beethoven widmete schließlich die Symphonie an Josef Lobkowitz in Wien um. Die Symphonie trug ab sofort ihren neuen Beinamen Eroica. Im Konzert hören Sie die Eroica in einer besonderen Fassung. Die Fassung für Klavierquartett von Ferdinand Ries, Schüler und Vertrauter Beethovens. Zusammen mit zwei Auftragskompositionen von Gordon Williamson, gespielt von Flex Ensemble. Wir haben das Stück bei einem Kurs kennengelernt, wo das ein Klavierquartett gespielt hat. Und wir müssen sagen, dass wir wirklich sehr beeindruckt waren von der Umsetzung, wie es eigentlich ja dieses wirklich große Orchesterwerk für Klavierquartett umgeschrieben hat. Aus unserer Sicht funktioniert das sehr gut, weil es einen teilweise wirklich neuen Blick auf dieses Werk bringt. Man hat wirklich das Gefühl, dass man viel mehr an der Struktur des Werkes teilnehmen kann. Man wird nicht so sehr von den ganzen Orchesterfarben abgelenkt, von dem Bombast, den ja das Orchester hat und was ja auch natürlich auch ein wesentlicher Teil des Werkes ist. Aber durch diese etwas entschlackte Klavierquartettversion haben wir so das Gefühl, dass man, also wir beim, auch im Erarbeitungsprozess, uns sehr viel mit Struktur auseinandersetzen mussten. Wie funktioniert das Werk, wie hängt alles miteinander zusammen? Und es ergeben sich dadurch auch andere Zusammenhänge, die man vielleicht in der Orchesterversion nicht in dieser Form wahrnimmt. Man hat so ein bisschen so das Gefühl, man hat so diese Skelettstruktur vor sich und ich finde das einfach sehr faszinierend. Gerade weil erstaunlicherweise Ferdinand Ries sehr oft den Geigenpart oder den Streicherpart der Orchesterversion ins Klavier gesetzt hat und den Bläserpart in die Streicherstimmen gesetzt hat, was man vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so vermuten würde. Kommt aber für den Klang des Klavierquartetts doch ja, dem sehr zugute. Ja, das war tatsächlich in den ganzen Proben, wo wir uns mit dem Werk auseinandergesetzt haben, immer so einer der Punkte, wo es Stellen gab, wo wir dachten, wie können wir das jetzt umsetzen, dass es sich nicht zu klein anfühlt oder dass es nicht, man das Gefühl hat, eigentlich ist diese Stelle jetzt zu lang für uns als Quartett. Oder wenn er das für Klavierquartett komponiert hätte, hätte er es nicht so ausgedehnt komponiert. Und da haben wir aber dann für uns irgendwann entschlossen, allein durch diese andere Besetzung kann man einfach dem Namen Eroica nicht mehr in dem Sinne von klanglich oder klangfarben mäßiger Größe gerecht werden, sondern eher, dass es einfach ein gigantisches Werk ist, was einfach Struktur anbelangt und einfach auch die kompositorische Meisterschaft, mit der er gearbeitet hat. Und das allein, finde ich, ist dann auch nochmal es wert, das einfach, ja. Also man kann es auch schon dann in der Hinsicht als Eroica bezeichnen, das einfach so das kompositorische Handwerk anbelangt. Und
eben noch sehr viel direkter durch diese dünnere Besetzung dargestellt wird. Da würde ich absolut zustimmen. Das macht aber dann auch die Probenarbeit nicht leichter, weil man gerade dann sich nicht auf so diese gängigen Klangfarben, die sich im Orchester manchmal von ganz alleine ergeben, dadurch, dass manchmal Streicher gegen Bläser abgesetzt werden, die sich da ganz von alleine ergeben, da müssen wir dann uns immer wieder dann überlegen, welche Mittel haben wir, um das umzusetzen, wie können wir noch mit Timing umgehen, wo wir als kleines Klavierquartett oder als kleine Besetzung viel mehr Möglichkeiten haben als ein riesengroßes Orchester. Und das war einfach ein unglaublich spannender Arbeitsprozess da. Wir haben uns also gerade im ersten Probenprozess wirklich immer mit der Partitur hingesetzt und wirklich bei sehr vielen Sachen geguckt, warum hat zum Beispiel Luis an der Stelle keinen Keil gesetzt, warum hat er da eine andere Artikulation gewählt, warum stimmt manchmal da die Dynamik nicht ganz genau überein. Und da war auch immer die Frage, ist das jetzt schon Interpretation von Luis, dass er quasi dieses Werk dann auch schon für die Besetzung ein bisschen quasi dann interpretiert, oder ist es dann nur ein bisschen Flüchtigkeitsfehler gewesen, dass er manche Sachen übersehen hat oder in der Schnelle vielleicht nicht genau notiert hat. Und das war auch ein sehr interessanter Prozess, sich wirklich da nochmal ganz intensiv mit der quasi Originalpartitur auseinanderzusetzen und zu gucken, wo ist es sinnvoll, 1:1 Artikulation, Dynamik zu übertragen und wo ist es vielleicht auch besser, das, wie Luis es dann etwas freier vielleicht notiert hat, dann so zu übernehmen. Und wir haben manchmal dann im Spaß gesagt, wenn wir uns Stunden damit beschäftigt haben, jetzt haben wir noch unsere dritte Version, quasi so ein Mischmasch so aus beiden, wo wir dann das Gefühl hatten, das ist jetzt für uns eigentlich so die beste Version oder so die überzeugendste Version. Das ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, dass wir dachten, jetzt mit durch diese Klavierquartett-Version bekommt man so einen neuen Blick wieder auf ein sehr gut bekanntes, so altbewährtes Werk. Und wir finden es immer sehr schön, wenn man es oder wenn man eigentlich ja, das klassische Repertoire mit zeitgenössischer Musik kombinieren kann und wenn es da irgendeine innere Verbindung dann auch gibt. Und so mit dieser Idee haben wir dann Gordon Williamson gefragt, ob er sich vorstellen könnte, wenn wir die Eroica dann auf dem Programm haben, dazu auch noch was beizusteuern. Ja, also diese bestimmte Anfrage, das war vom Flex-Ensemble, weil sie eine Aufnahme mit dem Beethovens 3. Sinfonie Eroica machen wollten. Dann war es für mich tatsächlich wirklich eine große Herausforderung, wie kann man mit Beethoven umgehen. Also für uns als Komponisten ist es immer noch so, dass Beethoven quasi eine Art der Gott von der Komponistin ist. Der ist in vielerlei Hinsicht, finde ich, der ist der erste moderne Komponist von der Zeit, von damals noch. Weil er ist der Erste, der wirklich bewusst mit der Geschichte gearbeitet hat. Er wusste irgendwie, dass er, was natürlich die Klassik, der vorhin kam, da kriegt diesen klassischen Formel und er hat bewusst gesagt, okay, ich will wirklich raus davon. Ich will die irgendwie länger machen oder ich will diese Form will ich da irgendwie vielleicht neu machen oder auf jeden Fall einen großen Raum machen. Weil er bewusst wusste oder er hat wirklich diese selbstbewusst denken, dass er da wirklich etwas anderes machen wollte. Und das ist für uns die Anfang der modernen Denken eigentlich. Das heute, also tickt jeder Komponistin so. Aber für mich ist das tatsächlich interessant, wie es diese Beethoven war, weil es ja eigentlich schon eine moderne, obwohl es eigentlich Ende der Klassik, Anfang der Romantik ist. Aber natürlich sehr kompliziert und man hat ein bisschen Angst davon und wie kann man da auch in der heutigen Sicht darüber kommentieren oder was kann man dazu sagen. Aber in Rücksprache ist eine sehr besondere Situation mit dem Ensemble, weil diese Eroica-Fassung für Klavierquartett einfach ein riesengroßes Stück ist. Ja. Das war knapp 50 Minuten und da gibt es nicht so viel Platz für weiteres. Und dann in die Frage, was passt da rein, dann kommen wir irgendwie gemeinsam auf der Lösung von einer Art Ouvertüre. Dann fand ich das gar nicht so uninteressant, wie man eine Ouvertüre für Klavierquartett macht. Dann habe ich natürlich mich auseinandergesetzt mit, was sind die verschiedenen Ouvertüren, was ist die Geschichte des Ouvertüres. Ich habe wirklich gemerkt,
ja, Beethoven Ouvertüre. Der hat einige berühmte, der hat manchmal mehrmals versucht, eine Ouvertüre zum Beispiel für seine Oper Fidelio. Da hat er wirklich viermal versucht, eine Ouvertüre zu schreiben. Also ich meine, ich habe nichts gelesen, das Concerto ist, aber man sieht das ein bisschen in der Musik, dass der Beethoven wirklich für diese Ouvertüre-Form hat er ein bisschen kämpfen müssen. Das ist ja, du könntest ja keine stundenlang Ouvertüre machen. Da könnte das Dreiquartett wirklich explodieren auf große Fuge, Grandeur, aber der Ouvertüre lässt sich nicht so ja, groß machen. Ja? Also du kannst ja so nach 12 Minuten ist es irgendwie fehlerisch zu sagen, dass es ein Starter ist. Aber die interessante Sache für mich war dieses quasi symphonisches Denken, aber dann umgesetzt für vier Musiker, diese Kammermusik und so weiter. Da kam ich auf Ideen, wie man halt denkt. Und auch wenn man merkt von das Flex-Ensemble, dass sie da das, die Heroic Symphonie mit vier Musikern machen, das ist plötzlich Kammermusik. Und diese Umsetzung von symphonisches Grandeur oder Große auf der Kammermusikbesetzung ist modern und interessant. Also eigentlich die Idee kam durch den Flex-Ensemble und dann durch die Ouvertüre-Idee bin ich, okay, dann kann ich mich damit beschäftigen oder ich finde irgendwie etwas da, dass ich nicht eingreife. Ich glaube, ja, er ist so beliebt, also jeder hat seine Meinung. Ich würde sagen, er ist der berühmteste Komponist aller Zeiten. Und das ist ja so beliebt und so populär. Und ein Kommentar zu Beethoven ist schwieriger zu machen, finde ich. Das könnte ich sagen, dass er das für alle Beste gemacht hat. Und direkt mit dieser Musik auseinanderzusetzen, ist tatsächlich schwierig. Wenig direkte Bezüge zu dem Ouvertüre Symphonie. Das ist eher ein Spiel mit der Idee von einer Ouvertüre. Und was ist der Ouvertüre? Was könnte eine Ouvertüre heute sein? Wie kann ich mit der modernen Herangehensweise bzw. modernen Spieltechniken mit dieser Idee umgehen? Und die Idee von Couverture war eher ein bisschen witzig gemeint, dass es eine, das ist natürlich typisch mit einem Nacktisch, aber das ist das eine dieser süße Kommentare auf der Idee von Ouvertüre. Ich habe auch eine kleine Variation, ein Encore geschrieben. Das war eigentlich ein eher witziger Umgang mit der letzte Satz von der Heroic Symphonie. Und da, wegen der Parodie, glaube ich, hatte ich einen Zugang zu dieser Musik. Aber in aller Ernst, also mit dem Material von Beethoven sich auseinanderzusetzen, finde ich immer noch schwer. Also ich könnte nie wirklich ein Stück im Stil von Beethoven komponieren. Das finde ich nicht wirklich möglich. Ich glaube, was Beethoven tut, ist, der hat die Form und die Stil und die Sprache von der Klassik, hat er einfach gestretched und gepult und wirklich, also er hat quasi schon alles gemacht. Und es komponiert etwas darauf zu machen, fand ich nicht wirklich möglich. Dass sie hauptsächlich natürlich eine ziemlich spezielle Version von Europa gehört haben, die sie noch nie wirklich in dieser Fassung oder dieser Dimension sich vorstellen könnten. Und das, was davor und danach passiert ist, war, hatte einen Bezug zu diesem Hauptwerk, aber wirklich eine komplett neue oder andere Perspektive da, die sie da sonst ja, nie vorstellen konnte. Also in erster Linie natürlich, dass man, nachdem man es gehört hat, das Gefühl hat, man hat irgendeinen neuen Aspekt nochmal von dem Stück wahrgenommen oder hat das Gefühl, es, man hört es jetzt doch nochmal mit neuen Ohren oder es findet nochmal irgendeinen anderen Aspekt sehr lohnenswert, dass man sich nochmal mit beschäftigt. Und auf der anderen Seite auch einfach die Komposition, unabhängig von der Orchestrierung oder von der Besetzung, dass das Stück an sich wirklich einfach sensationell gut komponiert ist. Durch die Kombination mit
mit Stücken von Gordon und gerade mit diesem Blick aus der heutigen Zeit, dass man einfach immer wieder so diese Kombination sucht und auch merkt, dass eigentlich sich sehr viele Bereiche gegenseitig auch ergänzen und befruchten und es immer wieder so ein lebendiger Prozess bleibt.